In der letzten Zeit beschäftigen uns ganze Haufen Fragen. Hier in der Corona-Zeit möchten wir euch herausfordern, mit uns zusammen in den nächsten 3 Wochen die Fragen ganz kurz loszulassen und sich stattdessen für ein paar Minuten mit anderen Fragen zu beschäftigen. Und zwar mit Fragen, die Jesus gestellt hat. Die Frage von heute finden wir im Johannesevangelium ganz am Anfang, im 1. Kapitel, Vers 38. In diesem Kapitel taucht zuerst Johannes der Täufer auf und er zeigt auf Jesus und sagt, der ist der Sohn Gottes und das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt tragen. Und da sind ja 2 von seinen Jüngern dabei. Die hören das und entscheiden sich, Jesus nachzufolgen. Und sie kommen zu ihm und Jesus bemerkt sie, dreht sich um zu ihnen und spricht sie an. Und das ist das allererste Mal, wo Jesus in dem Johannes-Evangelium etwas sagt. Und das ist eine Frage. Was sucht ihr? Eine simple Frage, aber eine, die mitten in unser Herz hineintrifft. Was suchen wir? Was wollen wir? Was ist unser Lebensziel? Und wir können sogar noch die Frage zuspitzen. Jesus fragt ja hier die 2 Jünger, die zu ihm kommen. Und so stellt er ihnen eigentlich die Frage, was sucht ihr bei mir? Was wollt ihr von mir? Wie würdest du die Frage beantworten? Was suchst du bei Jesus? Was möchtest du, dass er dir geben tut? Was erhoffst du dir von ihm? Menschen wenden sich aus ganz verschiedenen Gründen an Jesus. Das war schon damals so. Sie wollten ihn hören, sie wollten ein Wunder erleben oder sie haben gehofft, dass Jesus sie von den Römern befreien. Aber irgendwann haben sich die meisten wieder enttäuscht von ihm abgewendet, wo sie realisiert haben, dass Jesus ihnen etwas ganz anderes geben wollte, als sie von ihm erhofft haben. Und was ist das, was Jesus eigentlich möchte geben und wo wir bei ihm suchen sollen? Der Johannes, er sagt uns am Schluss von seinem Evangelium, warum er das alles aufgeschrieben hat. Und er sagt dort, all das ist aufgeschrieben, dass wir sollen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der versprochene Retter. Und dass wir durch Glauben an ihn das ewige Leben sollen haben. Jesus will jedem, der ihm glaubt, der ihm vertraut, der seine Hoffnung alleine auf ihn setzt und ihn zum Fundament von seinem Leben macht, will ihn erretten vor dem Tod und ihm Anteil geben an seinem eigenen, göttlichen und ewigen Leben. Und das ist viel mehr als das, was die Leute in der Regel bei ihm suchen. Jesus kümmert sich sogar um unsere Alltagssorgen und Fragen. Aber bei uns allen wird am Schluss nur eine einzige Frage übrig bleiben. Was hast du bei Jesus gesucht? Diese Frage tun wir vielleicht nicht immer mündlich beantworten, aber wir geben immer eine gelebte Antwort. Nutz doch die Zeit, um wieder ganz neu darüber nachzudenken, was suche ich eigentlich bei Jesus? Was ist das, was ich von ihm möchte? Suche ich ihn, wenn er meine Probleme lösen soll? Oder suche ich ihn, will ich bei ihm sein, will ich zu ihm gehören, wo ich weiss, dass ich bei ihm und nur bei ihm eine Rettung und das ewige Leben habe? Gib dich nur mit dem Besten zufrieden, wo Jesus geben will.